Die Maskenpflicht siegelt auch im Stadtbüro in Schopfheim. Kontrolliert wird sie seit neuestem vollautomatisch von einer elektronischen Schranke. Nur mit Maske wird das Drehkreuz entriegelt. Die meisten Bürger sehen das positiv. Beim ersten Mal war es noch nicht so einfach, aber jetzt klappt es ganz gut. Perfekt. Aber ich war irritiert ein bisschen. Da laufen Leute rum ohne Maske. Nee, wenn man was sagt, wird es noch blöd angemacht. Man könnte auch jemand da hinstellen und der kontrolliert das, aber ist auch unnötig, wenn man schon die Technik hat. Die Technik kommt direkt aus Schopfheim, von einem Hersteller für Personen- und Fahrzeugschranken. Die Kamera registriert das Gesicht an sich, erfasst aber keine Daten. Daten werden nicht gespeichert. Es wird lediglich der Gesichtsbereich im Mund- und Nasebereich abgescannt, um zu sehen, ob eine Maske getragen wird. Damit will die Stadt Mitarbeiter und Bürger in der Verwaltung vor Corona schützen. Und auch für den zweiten Bürgermeister gilt bei seinem Testlauf, die Maske muss richtig sitzen. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur Kommunen, dass auch viele andere Betriebe oder auch sonstige öffentliche Einrichtungen sowas gut benötigen könnten. Ich sehe es auch dahingehend, dass wir, ich denke, dieses Jahr mit Sicherheit das ganze Jahr noch mit der Maskenpflicht leben werden. Dank Scanner spart die Stadt zusätzliche Mitarbeiter am Eingang und es gibt keine unnötigen Diskussionen. Allerdings zeigt der Selbstversuch, das System muss noch ein bisschen dazulernen.